Okay, jetzt nachdem der Bestek 300 Watt Wechselrichter ja nicht unbedingt die Krönung war, habe ich jetzt was anderes bestellt, und zwar von der Firma App Ever. Ein Wechselrichter mit reinem Sinus und maximaler Dauerstrom 400 Watt, Spitze 15 Minuten 500 Watt und maximaler Anlaufstrom so um die 1000 Watt. Und ich packe das gute Stück jetzt mal aus. Den kennt ihr ja noch, das ist der von Bestek, 300 Watt. Und jetzt einfach mal so im Vergleich dazu, die Größe des Kartons ist schon beachtenswert anders. So, okay. Da ist er. Einmal. So, Bedienungsanleitung. In Englisch. Ihr solltet also des Englischen mächtig sein. Das gute Stück gut verpackt. So, also hier. Zertifikat. Okay. So. So, das hier ist jetzt das Teil von App Ever. 500 Watt Spitzenleistung für 15 Minuten, 400 Watt Dauerleistung, 230 Volt Steckdose und hier nochmal 5 Ampere Steckdose für Handys und Tablets zu laden. Ein Ausschalter. Hier könnt ihr umschalten, ob das Ganze auf 220 oder 230 Volt läuft oder 60 Hertz, 50 Hertz. Ja. Fühlt sich wertig an, einiges schwerer als der Bestek. So, hier haben wir die Anschlüsse, das ist schon der erste große Unterschied. So, ihr seht also, hier habt ihr einen 12 Volt Anschluss für eine Autosteckdose. Also das Teil ist eher gedacht für ein Auto, im Auto mitzunehmen und anzuschließen. Man kann an eine 12 Volt Autosteckdose angeschlossen werden. Die Frage ist allerdings, ob ich jetzt hier mit 12 Volt und 300 Watt und den ordentlichen Ampere, die dann da rauskommen, nicht irgendwo im Auto meine 12 Volt Sicherung ins Nirvana schicke. Und hier habe ich jetzt Anschlüsse, in denen ich auch entsprechend dicke Kabel anschließen kann mit der Amperezahl, die das Gerät jetzt hier zieht. Und das ist jetzt nicht wenig, bei 500 Watt und 12 Volt kommt man so auf gute 40 Ampere. Ja, okay. Dazu. So. Auch was sehr schön ist, hier unten habt ihr die Sicherungen. Da sind 2x 32 Ampere Sicherungen drin, also das Gerät ist schön abgesichert, man kommt auch schön dran, wenn die jetzt kaputt gehen, kann man die einfach austauschen. Der Lüfter, mal schauen, ob er durchgehend läuft oder sich nur einschaltet, wenn das Gerät zu warm wird. Ansonsten, was haben wir hier, Modell IP5012, 10,8 bis 16 Volt Eingang. Ausgang 220, 230 Volt, 50 oder 60 Hertz und Output Power, also auf Dauer 400 Watt, macht er mit einer reinen Sinuswelle. Auch hier wieder China Export. Ja, ja, stimmt nicht. Das so. Aber Made in China ist das Ganze auf jeden Fall. Beijing Epsolar Technology Co. Limited. Jo, schauen wir mal. Ich schließe das gute Stück jetzt an meine Anlage an, das heißt also nicht an den Wechselrichter, nicht an den Solarregler, sondern direkt an die Batterie mit dem Gerät. Wenn das Teil hier an den Solarregler drankommt, wie gesagt, der zieht so 40 Ampere. Der Solarregler gibt mir maximal 20 Ampere auf dem Lastausgang und ich würde sagen, da kann es dann sein, dass mein Solarregler in die ewigen Jagdgründe geschickt wird.
Ja, aber auf jeden Fall, ihr seht schon, ist schon ein Unterschied in der Größe. 500 Watt, maximale Dauerleistung 400 Watt. Hier haben wir 300 Watt, maximale Dauerleistung Kunststoffgehäuse, schönes Metallgehäuse. Größenunterschied und hier müsst ihr erst an die Autosteckdose anschließen. Gut, ihr könnt den Stecker jetzt abmachen und könnt natürlich dann auch hier direkt auf die Batterie drauf. Das geht auch. Schönes kleines Gerät, allerdings, ich habe es ja schon erklärt, der Lüfter hier ist so laut und die Frequenz, wenn der läuft, ist so nervig. Schade, deswegen geht der jetzt auch zurück und habe mich hier für ein Gerät entschieden, das doch jetzt schon mal wertiger ist und na, schauen wir mal, was es bringt. Alle Kabel sind angeschlossen und hier habe ich Pluspol, Minuspol, das Kabel, das geht dann hier in die Wand rein, auf die andere Seite vom Gartenhaus. So, jetzt sind wir im Wohnhaus, also im Wohnhaus, mein Gott, im Wohnraum vom Gartenhaus. Und das sind die zwei Kabel, die jetzt vor der Batterie direkt zum Wechselrichter gehen. Hier nebendran, das sind die Kabel, die hier vom Solarregler zur Batterie gehen und von der Batterie kommend dann zum Solarregler. Und das kleine Kabel hier, das ist das Kabel zum Temperaturmessfühler. Oh, okay. So, das sieht das aus hier. Ich habe das Ganze jetzt mal provisorisch aufgebaut. Hier ist er. Hier hinten die Kabel angeschlossen. Muss man ein bisschen aufpassen. Plus- und Minus-Anschlüsse sind sehr nah aneinander. Aber es geht schon. Okay. Ja, und jetzt kommt der große Moment, den Einschalter. Entweder leuchtet jetzt eine rote Leuchtdiode und sagt mir Kurzschluss oder irgendwas stimmt nicht, oder eine grüne Leuchtdiode geht an und sagt, ey, alles in Ordnung, richtig verkabelt. Da. Ja. Perfekt. Und das Teil ist in Betrieb. Jetzt kann ich hier 230 Volt anschließen oder über die kleine USB-Buchse dann ein Laptop oder auch, also nicht ein Laptop, sondern ein Tablet oder auch zum Beispiel ein Smartphone laden oder alles, was irgendwo 5 Volt braucht. Ich habe jetzt hier nochmal meine 15 Watt 230 Volt Glühbirne hier angeschlossen und schaue jetzt mal, ob das Ganze so funktioniert, ob im Gartenhaus hier ein 230 Volt Lichtl aufgeht. Achtung! Yep. Und er liefert Strom. Hier wieder der Solar-Laderegler. Achtung, ich schalte jetzt den Wechselrichter ein. Glühlampe ist an. Das Ganze geht rauf auf 1,7 Ampere. Circa 1,7 Ampere. Das muss jetzt das Solarpanel leisten, damit die Batterie nicht leer gesaugt wird. So, okay. Wechselrichter ist an. Wie ihr jetzt sehen könnt, es gibt keinen Stromfluss zu diesem kleinen Glühbändchen hier rechts im Display, denn der Wechselrichter ist direkt an der Batterie angeschlossen. Deswegen keine Anzeige. Aber ich kann es hier sehen, wenn ich auf dem Solarregler meine Werte abrufe, kann ich sehen, wie viel Strom jetzt zum Beispiel aus der Batterie gezogen wird, beziehungsweise was das Panel liefern muss. Okay, meine Batterie hier zeigt mir an 13,7 Volt. Das Panel liefert mir 36 Volt, circa 36 Volt an Strom. Und im Augenblick schickt mir das Panel 1,7 Ampere, etwa 1,7 Ampere zur Batterie. Das wäre auch in etwa der Betrag, wahrscheinlich der jetzt gerade hier vom Wechselrichter, von der Glühlampe und von der Erhaltungsladung zusammen gebraucht wird. So. Batterie ist 100% geladen. 13,7 Volt hat sie.
Das heißt, hier auf dem Lastausgang vom Solarregler ist im Augenblick nichts geschaltet. Deswegen steht hier 0 Ampere. Aber ihr müsst dran denken, dass ja jetzt der Strom direkt aus der Batterie gezogen wird von dem Wechselrichter, die 230 Volt. So, eine Amperestunde hat mir das Panel bisher in die Batterie geschickt. So, 0 Amperestunden bisher jetzt aus dem Lastausgang. Da ist ja auch momentan auch nichts angeschlossen. Gehen wir das Ganze mal durch. 36 Volt bringt mir das Panel. Und im Augenblick 2 Ampere an Strom. Etwa 2 Ampere muss das Panel jetzt liefern, damit die Batterie nicht leer gesaugt wird. Das Panel auf dem Dach hat etwa 9 Ampere maximale Leistung, wenn es hervorragend ausgerichtet wäre. Aber es scheint wohl zu reichen. Draußen scheint ordentlich die Sonne. Batterie ist noch 100% voll. Ich beobachte das jetzt mal eine Weile. Lass das mal eine Stunde, zwei einfach mal so laufen mit eingeschaltetem Wechselrichter. Und dann schauen wir mal, wie viel Prozent in einer Stunde oder zwei Stunden die Batterie dann abgenommen hat. Was mich jetzt auch noch interessiert, ist, wann der Lüfter losläuft, ob er losläuft und wenn er läuft, wie laut das Teil sein wird. Im Moment rührt sich nichts.